Diese drei Dinge spiegelt dir der Narzisst. Und diese drei Dinge kannst du verändern. Und wie? Das sage ich dir heute in diesem Video und Podcast. Das erste ist, geh nicht in Resonanz. Er spiegelt dir das, dass in dir drinnen etwas in Resonanz geht mit dem, was er sagt. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, damit du auf jeden Fall verstehst, was ich meine. Stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der immer schon zufrieden war mit seiner Figur. Du warst nie zu dick und niemals hat irgendjemand zu dir irgendetwas darüber gesagt, dass du zu dick sein könntest. Also dick sein ist überhaupt kein Thema für dich. Stell dir das mal vor. Und dann gehst du einfach zu einer Party und jemand kommt auf dich zu und sagt, wow, du bist aber ganz schön dick. Wie würdest du reagieren? Stell dir das einfach mal vor. Wie würdest du reagieren? Du würdest wahrscheinlich reagieren mit irgendeinem großen Fragezeichen im Blick. So, hä? Wie? Ich bin zu dick? Hä? Was meinst du? Ja? Also du würdest entweder gar nicht reagieren und denken, der meint mich gar nicht. Oder du würdest mit Fragezeichen reagieren, mit einem hä? Oder du würdest vielleicht einfach sagen, sag mal, was ist denn mit dem los? Ja, also du würdest diesen Menschen, der das gesagt hat, einfach in Frage stellen. Ja, du würdest rausfinden wollen, was ist denn mit dem los? Das sind ganz normale Reaktionen auf irgendetwas, wenn dir jemand etwas sagt, das nicht in dir vorhanden ist. Ja, das ist der Punkt. Also wenn dieses Thema Dicksein in dir überhaupt nicht vorhanden ist, dann würdest du nicht in Resonanz gehen. Nicht. Du würdest nicht reagieren, außer vielleicht mal mit diesem Fragezeichen. Ja? Du würdest nicht reagieren. Du wärst weder verletzt, du wärst nicht gekränkt, du wärst nicht mal beleidigt, du wärst nicht wütend, du wärst nicht traurig, du wärst schon gar nicht verzweifelt. Ja, du würdest einfach nur denken, was ist mit dem los? Ich? Zu dick? Hä? Ja? Und wenn du mit diesem Bild, das ich dir jetzt gegeben hast, in deine Beziehung gehst, ja, was sagt denn der Narzisst zu dir? Ja, vielleicht sagt er, du bist zu dick, aber warum kränkt es dich? Weil etwas in dir in Resonanz damit geht. Du glaubst es oder hast es zumindest geglaubt. Und genau dasselbe gilt für alle anderen Themen, die der Narzisst anspricht. Du bist zu, was weiß ich, lästig, ja? Du bist zu neugierig, du bist zu hart, du bist zu dominant, du bist zu, ach Gott, was sagen sie noch alles, zu psycho, ja? Zu esoterisch oder zu anstrengend, ja? Oder zu fordernd, ja? Also egal, was so ein narzisstischer Mensch zu dir sagt. Du gehst nur in Resonanz, wenn dieses Thema oder zumindest ein ganz ähnliches, artverwandtes Thema bereits in dir ist. Wie kannst du es also ändern, diesen Punkt 1? Ziemlich simpel, ja, liegt ja auf der Hand. Du kannst diesen Punkt 1 ändern, indem du siehst, was in dir exakt, konkret in Resonanz geht. Ist das dein Erwachsener nicht, das in Resonanz geht und vielleicht so überzeugt davon ist, dass niemand dir so etwas sagen darf? Oder ist es ein rebellisches Ich, das sagt, mir darf das überhaupt niemand mehr sagen, so eine Frechheit? Oder ist es ein Kindheits-Ich, das sagt, oh, schon wieder sagt mir jemand sowas und nein, ich möchte aber nicht, dass mir das nochmal jemand sagt? Ja, ist es ein verletztes, traumatisiertes, kleines, inneres Kind? Was in dir geht in Resonanz? Und genau das kannst du ändern, wenn du es siehst, wenn du es erkennst und wenn du es verstehst. Punkt 1. Punkt 2, genau dasselbe Spielchen, nur mit dem anderen Fokus. Nämlich, der Narzisst spiegelt dir dein Ego. Ja, wir sagen immer, der Narzisst hat so ein großes Ego, ja, und zeigen hinaus und
erkennen natürlich sofort das Ego des Narzissten und bemängeln das Ego des Narzissten und kritisieren das Ego des Narzissten. Ist ja sehr einfach, weil Narzissten haben ja wirklich so ein mega großes Ego. Egal, ob sie der grandiose Narzisst sind und die ganze Zeit von sich erzählen, wie toll sie sind, oder ob sie so ein Opfernarzisst sind, ja, so ein vulnerabler, verletzlicher Narzisst, der sich die ganze Zeit als Opfer der ganzen Welt hinstellt. Ja, auch der hat natürlich ein großes, fettes Ego, was jeder sofort erkennt, der ein bisschen sich mit Narzissmus auskennt. Ja, aber du hast ein Ego. Ist dir das schon aufgefallen? Oder glaubst du, dass du sozusagen gar nichts in der Richtung zu verändern hast? Doch, hast du. Und zwar, du kannst das ganz schnell feststellen. Frage dich bitte, willst du Recht haben im Gespräch mit dem Narzissten oder im Gespräch über deinen Narzissten oder deinen Narzissten, also deinen narzisstischen Partner oder Partnerin oder Vater, Mutter, Chef, Nachbarin, Sohn, Tochter, ja, ganz egal, wer das ist. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Die Frage der Fragen, wenn es um das Thema Narzissmus geht. Und ich sage dir, wenn du noch ein Thema mit deinem Narzissten hast, dann hast du hier noch ein Ego, das Recht haben will. Du willst zum Beispiel Recht haben und sagen, er ist schuld dran, dass unsere Beziehung so schlecht ist. Oder er beleidigt mich ja immer. Ja, das kann ich mir ja nicht gefallen lassen. Oder deswegen bin ich ja so verletzt. Ja, je nachdem, wie du da reagierst. Auch wieder dasselbe Spiel. Kindheits-Ich, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, das sich versucht abzugrenzen und erwachsen zu sein. Oder Beschützeranteil, ja, der sagt, ah, mit uns nicht mehr. Ja, oder rebellisches Ich. Ja, auch wieder dasselbe Spiel. Egal, womit du reagierst, aber mit irgendwas reagierst du, nämlich in diesem Rechthabermodus. Ja? Und dann sagt man ja noch so schön, der Narzisst sucht sich Flying Monkeys. Ja? Alles so Flying Monkeys, die er bei Bedarf aus der Tasche holt und sagt, naja, also nicht nur ich sage das, sondern das sagt ja genauso gut der Peter. Ja, weißt du noch, letztens bei der Party, der Peter, der hat das genauso gesagt, ja, über dich. Ja, also nicht nur ich sage das, ja, sondern jeder sagt das eigentlich, ja. Oder die Susanne, ja, hast du die mal letztens gehört, was die über dich sagt? Ja, kein Wunder, ist ja so, du bist halt so, ja. Also Narzissten benutzen Flying Monkeys, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass du das auch machst? Dass du genauso deine Flying Monkeys möchtest, wenn du erzählst, was dein narzisstischer Partner schon wieder alles Böses gemacht hat? Du willst den Menschen, dem du es erzählst, den willst du auf deine Seite holen. Du willst sogar deinen Therapeuten auf die Seite holen. Warum komme ich drauf? Weil ich das gerade gestern hatte in meinem Coaching. Ja? Ich hatte gestern ein Coaching, das ich nach langer Zeit wieder mal als ein bisschen schwierig bezeichnen würde. Ja? Ich war total froh, dass ich mein Systembrett habe, weil dann konnte ich alles aufstellen. Und ich frage natürlich immer sofort nach, wenn sich mir etwas nicht erschließt. Ja? Also es war wirklich sehr spannend, weil ich habe immer sofort nachgefragt. Ja, aber warum sagt er das? Oder kann das sein, dass er recht hat? Oder spring mal in seine Schuhe. Ja, was genau will er denn damit, wenn er dir das sagt, dein Ex, ja? Und es war sehr, sehr spannend zu sehen, dass sie mich eigentlich nur auf ihre Seite ziehen wollte. Dass sie immer versucht hat, meine Klientin, mir die Geschichten so zu erzählen, in aller Dramatik ausgeschmückt, dass ich gegen den Ex bin und gegen die Mutter und gegen den Sohn, ja, gegen die Tochter, alle Narzissten. Ja? Und das mache ich natürlich nicht, sondern ich sage ganz klar, mach mich bitte nicht zu deinem Flying Monkey, weil ich eigne mich ganz schlecht für Flying Monkey Spiele, sondern ich bin dein eiskalter Spiegel, wenn du so willst. Ja, ich bin der, der einfach dasteht und dir zurückspiegelt, was du sagst. Ja, und ich mache das emotionslos, ich spiegel es dir einfach zurück, damit du erkennen darfst, was du da gerade für eine Geschichte erzählst. Und damit du erkennen darfst, und so habe ich das auch zu ihr gesagt, damit du erkennen darfst, dass diese Geschichten, die du mir hier alle verkaufen willst, dass diese Geschichten dich unglücklich machen. Wie viele Jahre oder Jahrzehnte bist du schon unglücklich und leidest du wegen diesen Geschichten? Und wie lange willst du noch leiden wegen diesen Geschichten? Willst du irgendwann im Grab sein und denken,
verdammt, ja, ich wollte Recht haben und habe jetzt, nur weil ich immer Recht haben wollte, ein absolutes Scheißleben gehabt. Willst du das? Dann buch mich nicht. Buch mich nicht, wenn du das willst, weil ich versau dir dieses Spiel. Ja? Ich möchte, dass du glücklich bist, habe ich zu ihr gesagt. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und glücklich bist du niemals, wenn du glaubst, Recht zu haben. Und wenn du glaubst, diese Geschichten, die zu einem ganz großen Teil auf gar keinen Fall stimmen, dass du diese Geschichten anderen Menschen weitererzählst und sie zu deinen Flying Monkeys machen möchtest. War starker Tobak, war harter Tobak, aber für manche Klienten oder erlaube ich mir das bei manchen Klienten, weil ich das Gefühl habe, dass sie das brauchen, um einfach aufzuwachen, um zu merken, wie sie sich selbst schädigen durch dieses permanente Recht haben wollen. Also Punkt 2, willst du Recht haben oder glücklich sein? Solange du Recht haben willst, wirst du immer wieder Knatsch haben mit jedem Narzissten. Mit jedem Menschen, der dir emotional näher kommt und der narzisstische Züge hat, wirst du immer wieder deine Probleme haben. Denn der Narzisst hat ja eh immer Recht. Also das ist so, Narzissten haben immer Recht. Und wenn du auch Recht haben willst, dann seid ihr da, bäm, im Krieg. Ja, ihr seid sozusagen Gegenparteien. Und wenn du damit aufhörst und einfach dieses Rechthaberspiel nicht mehr mitspielst, sondern dich bewusst fürs Glücklichsein entscheidest, dann läuft der Narzisst ins Leere. Ja, der läuft absolut ins Leere. Der erzählt dir irgendwas vom Pferd, ja, und ich weiß, dass das so ist und doch, du hast das gesagt. Und du sagst, ja, okay, wenn du das so meinst, dann ist es so. Ja, und innerlich sagst du zu dir, ich will glücklich sein. Ich entscheide mich jetzt in diesem Moment bewusst fürs Glücklichsein. Ja, du nimmst sozusagen dem Narzissten seinen Wind aus den Segeln. Der hat keine Chance mehr. Du lässt ihn total ins Nichts laufen. Eine sehr, sehr gute Taktik, die ich tausendmal besser finde als diese No-Contact- und Grey-Rock- und sonstigen Taktiken, die da draußen am Markt gehandelt werden. Und der Punkt 3, der lädt dich jetzt ein, nochmal ein ganz, ganz großes Stück tiefer zu gehen, nämlich dir die Frage zu stellen, gehst du mit dem Narzissten in Resonanz und hat er dich am Schlawittchen, weil du, jetzt kommt der Punkt 3, einfach nicht wirklich zu dir stehst? Kann das sein? Kann das sein, dass er dich deshalb immer hat? Weil du gar nicht zu dir stehst, weil du gar nicht wirklich weißt, wer du bist und dir deshalb von ihm sagen lässt, dass du dumm oder dick oder dies oder jenes oder sonst was bist, ja? Oder dass du dich gaslighten lässt und er dir sagt, das, was du fühlst, ist gar nicht wahr und du kommst schon ins Wickelwackel und zweifelst. Oder er manipuliert dich und zieht dich von A nach C, weil er einfach dich bei C haben will und du dackelst damit und ärgerst dich dann total über ihn und sagst, der manipuliert mich. Ja? Kann es sein, dass du dich halt super leicht manipulieren lässt? Ja? Und auch nur diesen Unterschied in der Satzstellung einfach mal für dich bemerken. Ja, was ist der Unterschied, ob ich sage, er manipuliert mich? Oder er gaslightet mich, er betrügt mich, er belügt mich, er nützt mich aus. Ja? Oder ob ich genau die gleichen Sätze andersrum sage, ich lasse mich gaslighten, ich lasse mich immer wieder manipulieren, ich lasse mich tatsächlich ausnutzen, ich lasse mich noch immer betrügen und belügen. Ja? Das ist ganz anders, das ist schon ganz ein großer Schritt raus aus der Opferrolle. Ja, du übernimmst die Verantwortung für dein Leben, wenn du die Sätze, die du sagen willst, einfach nur ein bisschen umdrehst und sagst, ich lasse es zu. Ja? Also das ist wirklich ein mega wichtiger Schritt. Ja? Ein kleiner, aber mega wichtiger Schritt. Und dann noch zu dir stehen und sagen, ja, ich kann ihn einfach noch nicht loslassen. Ja? Ich kann ihn nicht verlassen. Ich will einfach nicht weggehen, weil ich zum Beispiel, was hat letztens eine Klientin gesagt, dann alles an Materiellem verliere, was ich habe. Ja, dann steh zu dir. Und sage einfach, okay, ich lasse mich belügen, ich mache mich betrügen, gaslighten, manipulieren. Ich lasse das alles zu, damit ich das Materielle, was wir hier gemeinsam angesammelt haben, nicht verliere.
Das ist Selbstverantwortung, das ist Eigenverantwortung, das ist ehrlich sein, das ist zu dir stehen. Und wenn du es nicht tust, ja, und noch nicht tust, dann spiegelt dir das der Narzisst. Er spiegelt es dir, ja, und zwar immer und immer wieder. Indem er dir zum Beispiel sagt, ohne mich kannst du eh nicht. Ja, oder so einen tollen wie mich wirst du sowieso nie wiederfinden. Oder was willst denn du? Guck dich mal an, wer bist denn du schon? Ja, sei froh, dass du mich hast. Ja? Also egal, was der Narzisst zu dir sagt, wenn du wirklich zu dir stehst, und dabei würde ich dich so gern unterstützen, ja, gerne in meiner Masterclass, die ich derzeit neu rausbringe, ja, damit du quasi mit ganz wenigen Teilnehmern zusammen reisen kannst, ist günstiger als das VIP-Coaching und weniger Leute als in meiner Selbstliebeschule. Also das jetzt so als drittes Bindeglied da drinnen in meinem Coaching-Programm. Ja, vielleicht spricht dich das jetzt gerade optimal an, dass du sagst, yes, Eva, will ich machen. Ich begleite dich total gerne dorthin, ja, an diesen Ort in dir, wo du einfach weißt, wer du bist und 100% zu dir stehst. Und dann kann jeder Narzisst der Welt dir alles sagen, was er will. Und du sagst einfach ganz klar, kannst du so denken, mein Freund? Ich weiß ja, wie die Wahrheit ist. Oder ja, kannst du gerne so sehen, mein Schatz? Ich sehe es anders. Ja, das sind zum Beispiel Sätze, die du sagst, nicht auswendig gelernt, sondern aus dir heraus, wenn du zu dir stehst. Wenn du einfach nur zu dir stehst. Und solange du das noch nicht tust, spiegelt dir der Narzisst das, dass du in dir noch nicht Pink Rock bist, ja, noch kein Felsen, der freundlich und liebevoll sein kann, weil er weiß, dass er stark ist, ja, meine wundervolle Pink Rock Methode, sondern dann spiegelt er dir, dass du innen drin ein Schwamm bist, ja, oder ein so ein Wackelpudding, ja, oder ein Gelee-Kuchen, ja, das spiegelt er dir, ja, du wackelst, du fällst um, wie so ein Fähnchen im Wind im schlimmsten Fall. Ja? Diese drei Dinge spiegelt dir der Narzisst und diese drei Dinge, die gilt es in dir zu verändern. Und nutze den Narzisst als Spiegel. Dafür sind die da. Narzissten sind die krassesten und besten Spiegel für uns alle, um wirklich jeden schwarzen Fleck da innen drinnen, jeden ungesehenen kleinen Fleck hier drinnen noch zu finden und Licht darauf zu strahlen, sozusagen zu erleuchten, aufzuwachen und diesen dunklen Fleck in uns noch wirklich in das Licht bringen, in die Heilung bringen, ins Ganzsein bringen. Danke, dass du dabei bist und wenn du magst, kommentiere, wie es dir jetzt gerade geht. Bin sehr gespannt.